Jetzt. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit beste Clips der Woche, Twitch Clips Germany Uncut Folge 82. Links zum Originalvideo wie immer in der Videobeschreibung und wir starten direkt durch. Ah. Meine Leiche ist weg. Sicher auch ein sehr schönes Spiel, macht bestimmt viel Spaß. Gibt es viel zu lachen für die Zuschauer. Nicht für den, der spielt. Ich hab sie gefunden. Warte, du bist aber laut heute. So kenne ich dich gar nicht. Unten. Lauft da nicht durch. Das ist... Mhm. Oh Gott. Hey, da ist schon wieder die G-Man. Warte mal. Ja. Geht mal kurz, guck mal kurz weg. Okay, ich glaube, die gucken jetzt für immer weg. Ja, ist okay. Ich glaube, die gucken jetzt für immer weg. Huch, hoppala. Ich so. So identische Bilder. Allerdings haben sich auf dem rechten Bild 5 Fehler eingeschlichen. Schaffst du es, diese innerhalb von 15 Sekunden zu finden? Ach so. Die Lampe ist anders. Mhm. Hier fehlt... Na, hast du dich erschreckt? Wenn nein, dann kannst du kein richtiger Streamer werden. Denn selbst wenn du die Situation nicht als gruselig empfunden hast, ist es deine heilige Aufgabe als erfolgreicher Streamer, bei jeder noch so kleinen Gelegenheit, dich theatralisch laut schreiend vom PC wegzustoßen, sobald etwas auch nur annähernd als gruselig empfunden ist. Leon? Mhm. Gut, alles gut. Ah, ich muss das Licht anmachen. Oh, Alter, ich hab mich gerade... Mann, ich wusste, dass es kommt! Darum bin ich nicht erfolgreich auf Twitch. Daran liegt's. Ich muss mich erschrecken. Kann ich aber nicht. Alter, das, das war... schon mies, aber das war übelst wunderbar. Solche Spiele und nicht so ein Kackenslash. Nee, da würde ich das nicht so hinkriegen. Oh, oh, du bist auf meiner Decke drauf! Da sind wieder die Happy-Zwillinge. Aus dem Keller, haben wir gelernt. Spiel jetzt gleich. Ja, aber gib meine Decke wieder. Das geht nicht, du bist da drauf. Das geht nicht. Ich krieg dich nicht ab. Oh. Scheiße, da ist, geht los, ey. Lass dich jetzt in Ruhe. Mach ruhig, ich bin nicht. Okay. Ich hab meine Decke wieder. Du magst die Perücke aber noch nicht, kann das sein? Sieht doch gut aus. Merkst du, dass ich pissig bin und bist auch pissig? Ja. Also. Tiere erkennen ja sowas, wenn es einem... Die Katze, die ist aber auch echt sowas vom Psycho. Ich wiederhole, ich glaube, du magst die Perücke einfach nicht. Mhm. Die Woche danach ist es ja im Prinzip. Ich wurde gestern geflamed von Milchbaum, dass meine Haare scheiße aussehen. Dann habe ich mir extra heute für Milchbaum die Haare geschnitten. Glaubst du, sie guckt zu? Ist gut? Ja. Sieht super aus. Ey, sieht voll gut aus. Ist voll gerade geworden. Ja, ja, oder? Mhm. Das ist actually dafür, dass du es selber gemacht hast. Voll gut, Matteo. Danke. Ich habe extra gedacht, Mann, heute für Milchbaum mal richtig schön machen, also richtig ins Zeug hängen. Und ich mhm. Ey, sieht voll gut aus. Ist voll gerade geworden. Ja, ja, oder? Das ist actually dafür, dass du es selber gemacht hast. Voll gut, Matteo. Danke. Ich habe extra gedacht, Mann, heute für Milchbaum mal richtig schön machen, also richtig... ins Zeug hängen. Oder ich die Woche danach. Wisst ihr, das ist immer so voll schwierig. So, ich kann euch nicht da so hineinversetzen, aber dass sich halt immer die Streamer in mich verlieben. So. Mhm. Ist halt schwierig. Ja, kenne ich. Und dann wollen sie Eindruck schinden und dann macht das immer so ein bisschen alles so kaputt zwischen einen. Wisst ihr so? Weil ich gehe ja schon, ich sag ja jedes Mal, ey, kein Streamer oder so, das ist gar nichts für mich und so. Und dann ist sie und dann können sie aber nicht loslassen. Ich wurde gestern geflamed. Ich erinnere mich. Daran erinnerst du dich nicht, ne? Ich rede. Was war das denn? Ich rede nicht.
Kann ich nie wenigstens ein ICE sein? War doch ein ICE, oder nicht? Der zweite. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Mhm. Jo, jo, jo. Was ist da los? Da macht aber alles Feierabend, ne? Wieso habe ich in dem Moment so gekommen? Was? Die Frau hat eine seltsame Lache, fand ich überhaupt nicht. Also Jess hat doch eine ganz normale Lache. So wie jeder komische Vogel oder so. Wie eine Seerobbe. So. Ja. Ja, Rosti, grüß dich. Wir kennen das ja schon, aber ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es... Wir das hier machen. Putt entdeckt. Ja, das ist schon mal gut. Mhm. Putt gelöst. Okay, das ist nicht gut. Irgendwas passiert hier. Oh Gott. Boah, stell dir vor, du baust was halt real life ein in deinen Stuhl hier zum Beispiel, ne? Dass der sich dann wirklich so dreht. Und die Zuschauer können sowas auslösen. Weißt du, dass sie deinen Gaming-Stuhl steuern können? Huch. Hab ein bisschen Hardware hier, falls du Hilfe brauchst. Ja, Hardware ist nie dein Problem. Nee, ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Atmen leiser. Ganz ruhig. Ich verbringe so viel Zeit. Moin Moin und Ofe. Oh, eine kleine Pfote. Guckt mal kurz. Wartet. Mhm. Oh. I. Oh, Kito, hast du da Kacke? Der hat da ein Kacke-Ding. Ein Kacke-Ding. Nein, I. Der hat Kacke im Fell. Kito. Könnt ihr ein Asche streamen? Ja. Ich hab schon mal gestreamt auf Discord. Und zwar... Ich hätte den Namen nicht sagen sollen. Als wir Dildos ausgepackt haben. Das hätte ich vielleicht... in Minecraft. Mhm. Wir haben mal, Chat hat mir... Hi. Ich schreibe jetzt Bücher. Na? Mich imprintiert, aber das ist denn... Sag mal, Isa, bist du unsichtbar? Ja. Read. Du was? Rennst bei mir im Boden. Was, Lu? Was? Ich bin nur sehr klein, aber eigentlich im Boden. Nein, du bist doch, jetzt bist du wieder... Doch, du steckst bei mir komplett im Boden drin. Echt? Wenn du springst, kommst du aus dem Boden rausgehüpft. Cool. Oh, Seslo, you forgot to say we talked about languages. Aber Breathring kannst du nicht lesen. Breathring. Brathering. Was ist das? Oder wenn ihr Kinder hättet, würdet ihr denen meine Streams zeigen? Nein. Oh nee, ich glaube, ich würde sogar meine eigenen Kinder... No. War klar. No. Okay, ihr braucht jetzt nicht Spam. Ihr braucht... What the fuck? Ich würde... Alter! Kann ich nämlich Folgendes. Schrecken gewährt 10 Sekunden lang kritische Songs 5% Chance für... Genau, was da steht halt auch, ne? Ja, könnt ihr nicht lesen steht. Oder was? Mein Gott. Ich sehe. Wow, der Skill! Der Steve war irre geil. Nein, wir können ihn doch hier abfangen. Also ja,
Richtig? Wo genau waren die denn? Unten haben die gefightet gegen die, die ich gerade erschossen habe. Die sind wahrscheinlich hier bei den Steinen. Warte kurz. Oh nein, Häuser doch. Hab einen. Schön. Ich heile. Oh! Franz! Franz! Let's nicht schlecht. Go, Alter. Oh Gott, war das gerade unangenehm, ne? Oh Gott. Also, versteht mich nicht falsch, ne? Gebt euch Namen, wie ihr wollt, ne? Aber Twitch ist ja so ein Moloch, was beschissene Namen angeht, ne? Warum? Yo, cool, dass du im Chat vorbeikommst. 96,5, danke. Ja, mega eingängig, danke, Bro. Gut. First glance familiar. Do not worry. 3 zu 4, 25%ige Chance. Quasi. 4 Karten, 1 zu 4 Chance, dass wir es verkacken. Andererseits 3 Erfolgskarten. Von denen wir wissen, dass sie gut sind. Also theoretisch eigentlich eine 75%ige Chance zum Gewinnen. Ja. Und wir kriegen bestimmt trotzdem den Fehlschlag. Da, kriegen wir. Okay, warte mal, kamen da gerade keine Blasen? Dabei mag Mia doch Blasen so gerne. Seifenblasen, bevor das wieder bei Twitch Clips landet. Ist ja jetzt nicht das erste Mal bei ihm, ne? Er wollte ja auch mehr unten rum haben. Seifenblasen, okay? Ha! Das Volk hungert! Das kann mir doch egal sein. Ich hab mein Sushi. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Kling, kling, kling. Los, mach sie tot. Ah, nicht mich. Die Goombas. Guck mal, immerhin am... Ah! Oh, no! Scheiße. Immer Carlos, geh runter. Mann, nein. Oh, ich steck schnell die Tastatur aus. Oh, geh doch. Ja. Dankeschön. Ist das alles selbst gezeichnet? Silent night. Holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. Mm-hmm. Ey, ich hab Steps! Wo? Wo? Oben, unten? Wo? Wo sind die Steps? Ah! Geh mal rechts! Auf einmal ist er vor mir! Was sind hier? Was ist das? Eiscreme so gut. Eiscreme so gut. Gang, gang. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Gang, gang. Cool. Hast du jetzt nicht gemacht? Ich habe ihn so lange genagelt, bis ihm der Kopf abgefallen ist. Okay. Okay. Gut. Respekt, wer es kann. Sag mal, Marie, kennst du die Mutter von Mutter Theresa? Theresa. Okay, ich habe den Witz verkackt. Ja. Ich benutze immer nur Head and Shoulders. Haben Sie keine Schuppen? Nein! Oder so in die Richtung. Nee, keine Ahnung. Ich habe einfach mal die Erfahrung gemacht, dass das bei mir irgendwie am einfachsten dann zum Durchkämmen ist hinterher, deswegen. Egal. Ja. Plunder mich mal. Was machen Sie? Gar nichts. Ich steck fest. Das ist jetzt heute schon das zweite oder dritte Mal. What the hell? Geht? Was war das? Keine Ahnung. Hey, Digga, das gibt einen Clip. Du bist bei mir immer noch am Steuer. Ja, jetzt wieder. Oh, jetzt! Und jetzt ich hab Steuer losgelassen. Scheiße!
Den Namen habe ich doch erst vor kurzem gehört, Graham. Manu, Manu. Wenn du mir ein Dickpick schickst, schicke ich eins zurück. Ah, mach ich später. Muss ja jetzt nicht im Stream sein. Ja, den schaut. Leute, deswegen habe ich Mods, okay? Ich kann nichts dafür, dass sie keine Nachtmenschen sind. Das ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld, dass ich absolut dumm bin. Es wäre nur meine Schuld, wenn ich so bleib. Hm? Hast du Krieg jemanden erklärt? Oder haben sie uns den Krieg erklärt? Alex. Mhm. Wir als Gemeinschaft haben ihnen den Krieg erklärt. Ich finde es schön, dass wir als Gemeinschaft ihnen den Krieg erklärt haben und dass wir als Gemeinschaft das auch so entschieden haben. Ja, ne? Sehr nett. Ich finde es auch gut, dass ich hier diesen Button habe, wo drauf steht, ich habe diesen Krieg nicht zugestimmt. So schnell wird aus einer Ordnungsamt-Doku einfach nur warten im Club. Warte, Licht muss flackern. Licht muss... Das funktioniert ja übel gut. Entschuldigung. Schön. Aber hat gut funktioniert. Ja. Hat geklappt. Ah, herrlich. Und da ohne dass das passiert. Bitte, 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 bitte. Oh, in welchem Spiel? Oh mein Gott, ist das ekelhaft und fies. Ja. Oh, das haben solche Spiele so an sich. Das ist so, das ist, ich hab ihn schon gesehen. Ich hab ihn... Ja. Hallo. Oh. So eine Scheiße. Ja genau, das ist das Emote. Gut, Letty. Herr Lehrer, irgendwas stimmt mit Naya nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was soll denn nicht mit mir stimmen, hä? Huh? Mit mir ist alles normal. Ich bin völlig normal. Mhm. Ja. Ich glaube. Oder? Ich glaube, hier darf man nicht freundlich sein. Das passiert aber vielen Leuten. Ich wurde von einem Baum umgebracht. Oder was ist da jetzt passiert? Oh, Scheiße. Nein! Was? Warum? Warum? Darum. Warum wurde ich... Ist der Baum jetzt auf mich draufgefallen? Ja. Okay, wir müssten sogar wahrscheinlich zuerst nach... kaputt gemacht. Schade ist. Das war nicht so schlau. Wir müssen nirgendwo mehr hin. Das ist so dumm. Weißt du? So kann man auch gleich schneller Feierabend machen, ne? Chef, Maschine ist kaputt. Wird am Feierabend. Was ich gemacht habe? Ich glaube, eine Flasche rausgeschmissen. Ich habe eine leere Dose hinten rausgeworfen und wurde dafür mit einer Explosion belohnt. Toll. Aussteigen? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich. Ich weiß, was passieren wird. Bis jetzt hatte ich Glück. Das eine Mal. Trägerzepfer, wie kriegt ihr nochmal? Okay, nevermind. Alle machen was kaputt.
Ich vor dir. Wie ja. Vor mir. Da hatte ich, hab noch eine Schraube. Ach da! Muss ja fast drauf. Muss nochmal klingeln. Ach so, muss nochmal klingeln. Was ist das für ein Spiel? Ich glaube, ich habe eine Chance. Nicht. Oder auch nicht. What the fuck? Du hast eine Chance. Ich sag grad, ich hab grad eine Hallo? Ja. Sehr aufmerksam. Das ist mein Service. Hoppla. Du Arschloch. Das war klar. Das war klar. Du Arschloch. Jetzt weißt du, wie sich die Leute gefühlt haben bei Among Us. Preis. Brauch nur einen Namen und ich weiß Bescheid. Ist das Schlupfloch noch so klein? Ich bin erst nur ich allein. Heute back ich, morgen brau ich. Übermorgen hol ich's Königskind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, wie ich denn nun wirklich heiß. Sehr, sehr gut. Fein. Das sieht so aus, ihr wurde der Asteroid. Ach du Schande. Wie spricht man das aus? Also dieses irgendwie, dieses mit A, dieses Astra irgendwas aus dem Weltall. Wie, würde das auch aus einer anderen Galaxie... Der Astra aus dem Weltall. Wer kennt die nicht? ...Galaxie gekommen sein, so wie wir und so wie... Okay, Ruhe. Ich glaube, das ist nicht gut. Klimmer! Klimmer! Kommt der? Taro! Das war zu tief! Das war zu tief! Ich hab mich vielleicht ein bisschen verschreckt! Bist du runtergefallen? Ja, da! Ja, toll! Nein! Halt doch dein Maul, Alter! Hör doch auf! Ich will nicht gefeuert werden! Ich will doch nicht gefeuert werden! Ich bin auch darunter gefallen, kurz vor. Wenn ich jetzt auswerfe, ist der Lachs gegessen. Ist der Lachs gelutscht? Nee, der Drops ist gelutscht. Der Lachs. Ist der Lachs gelutscht? Gelutscht. Das ist kein Problem. Ich finde eine neue Route. Route neu berechnen. Okay. Ja, gut. Route finden. Ich würde sagen, ich glaube, die Route ist nicht das Problem. Das hat sich jetzt für uns hier erledigt. Ich glaube, wir sind im Arsch. Schaden 100%. Wir müssen abschleppen. Wir sind hier verbuggt. Das ist vorbei. Angeblich drückst du diese beiden gegenüberliegenden Löcher und dann nimmst du. Ja, ja. Man kennt es. Ja, ich muss da. Nee, das war safe, nur ein Zufall. Okay, ich nehm den da. Gut, ich esse die Dinger nicht, aber. Okay. Gottes Leben ist eine Lüge.
dadurch, dass es ja so ein monatliches Abo ist, zahlst du nicht den Gesamtpreis für das E-Bike, sondern... Das ist Minecraft? Und zahlst sozusagen nur einen gewissen Teil, das sind dann 75 Euro monatlich. Mich hätte es mal interessiert, ob man das monatlich kündigen kann. Wenn es nicht gefällt, kann man auch monatlich kündigen. Dankeschön. Gut. Pro Tag und Tour liefert Alex 2 bis 3 E-Bikes an Neukunden aus. Einfach als sogenanntes. Oh, sie sieht man da unten gar nicht. Es bricht, es bricht. Sie passt sich sehr gut an das Spiel an. Bricht! Wer rennt denn da drüben? Sie hat's angekündigt. Rechteck ohne Ecken, also muss ich auch mal. Da muss ich auch mal, also bei Gelegenheit reinfollowen. Ich kann fast meine Zungenspitze mit der Nase berühren. Was? Nee. Meine Nase mit der Zungenspitze berühren. Also wenn du das hinbekommst, also... Und wahrscheinlich auch schneller. Ah, fast. Bist du vorletzt am Leaderboard? Yay, jetzt bin ich nicht mehr hinten von Erster. Hinten von Erster. Erster von hinten! Nee, ich gehe welche. Ah, ich glaube, Maxi holt welche. Ich glaub, also, Maxi wenn die, übrigens, ganz kurz. Ja. Wenn. Ja, sehe ich aber auch so, ohne Scheiß. Mhm. Ja, ich auch. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber ich habe trockene Blätter gefunden. Brauchen wir noch Ameisen? Ich habe nämlich jetzt gerade Ameisen. Ehrlich jetzt? Da, 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 da. Okay, wisst ihr was? Das ist zum Reinkommen. Ich muss mich nochmal dran erinnern, wie das Spiel funktioniert. Ja. Erste Runde des Tages ist zum Reinkommen. In der ersten Runde des Tages, First Game of the Day, ist nicht um zu gewinnen. Dann wieder mit den Konsortien angelangt. Das war echt eine schlechte Runde. Nö, eigentlich nicht. Ganz gut eigentlich bisher. Doch, ja. Ja. Ich habe euch alle nur verarscht, Chat. Ich wusste von Anfang an. Ich wusste von Anfang an, dass das passieren würde. Ich wollte euch nur Angst machen. Genau. Welches Gericht kann er sich am besten zubereiten? Fertigrahmen. Die Fertiglasagne vom Aldi. Nein, ich mache unironisch gute Crepes. Ich mache Crepes mit dem Crepe-Maker, okay? Wo du dann diese Scheibe hast und du musst dann diesen Stab aus Holz, und dann ziehst du den so durch den Teig beim Crepe machen, diesen Miep, diesen. Oh yeah. Und ich bin mit dabei. Was ist das für ein geiles Life? Oh yeah. Was ist das für ein geiles Life? Oh yeah. Oh yeah. Und ich bin mit dabei. Was ist das für ein geiles Life? Oh yeah. Ich rein, ne? Schade. Wenn das Verfall komplett voll ist, dann sterbe ich wahrscheinlich. Wäre also dann lasse ich das jetzt mal. Dann gehe ich mal in diesen Aufzug hier rein. Stopp's auf. Gehen wir mal hier. Ich würde es mit der Seite versuchen, die nach oben geht. Ich will das nicht alles nochmal machen, come on. Wer auch immer den Checkpoint gesetzt hat, hatte eine Sadistik-Ader. Ja, hatte die Person eindeutig.
da kannst du auch nichts mehr machen. Sie startet ja schon mitten im Fall. Da kannst du dann nur den Speicherstand, der davor war, laden. Ich sterbe an ihm, dazu auch so lange sein muss. Ich war ich auf gar keinen Fall, war ich nicht. Hier, ich zeig dir, wie du geht und Double Kill. Genau. Oh, Alter. Bitteschön. So ein Drecksack. So ein Drecksack, wisst ihr? Sandy Jacksons Goldpatreon. Okay. Falsche Taste. Ach Mensch, ich lerne es auch nicht. So, das war die Reaction für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Baba.